Yo YouTube, und mit dieser etwas anderen Begrüßung begrüße ich euch heute nicht auf meinem Kanal, sondern auf dem Kanal von Bapiti. Ja, erstmal danke an dich, Finchen, dass ich das Gastkommentar hier bei dir machen darf. Und ja, der interessierte Zuhörer wird sich jetzt denken, hä? Der war doch schon mal auf deinem Kanal. Ja, und das stimmt. Ich bin heute das zweite Mal auf Bapitis Kanal eingeladen zu einem Gastkommentar. Demnächst wird auch auf meinem Kanal noch was mit dem Bapiti kommen, also schaut ruhig bei mir vorbei. Ja, wer ist bei mir? Also ich, wer ist das? Ich bin der Philipp, bin 16 Jahre jung und seit ungefähr einem halben Jahr Commentator. Ja, bin recht zufrieden mit meiner Ausbeute an Abonnenten und coolen Abonnenten und Freunde, die ich kennengelernt habe über YouTube, so wie Bapiti hier. Und ja, das war es dann jetzt einmal eigentlich schon mir. Schon zu mir. Ja, im Hintergrund seht ihr ein MW3 Gameplay mit der PP90M1 mit Schalldämpfer. Auf dem PC er spielt, ja, sorry, das ist nicht so gut, weil ich erst seit 3 Tagen aktiv PC spiele. Ja, und ich sag nur eins, FOV Changer ist awesome, Bitches. Wenn ihr auf dem PC spielt, dann ladet euch den runter. Er verändert echt euer Spielverhalten und euren Spielgenuss, denn der ist einfach nur episch. Und ja, ich wollte heute mit euch kurz ein Thema ansprechen, weil das Video, seht ihr, geht nur 5 Minuten. Wollte ich mit euch kurz das Thema Abkürzungen oder Kürzel ansprechen. Weil immer mehr Leute online wie auch im realen Leben benutzen Kürzel, so wie LOL, What the fuck, FDW, also WTF und so Sachen. Und ja, da wollte ich eigentlich mal drüber reden, habe ich mir jetzt schon länger vorgenommen, auch auf meinem Kanal. Also kommt es jetzt einfach bei Bapiti statt auf meinem Kanal. Aber ich habe mir einfach so gedacht, das nimmt doch eigentlich irgendwie die Emotion. Wenn du jetzt irgendwo so in der Runde zusammensitzt im Real Life und da einer einen Witz erzählt oder irgendwas Witziges passiert und dann einer wirklich nur so drin sitzt, so LOL. Irgendwie kommt bei mir dann immer so uninteressiert und eigentlich nicht witzig empfunden rüber. Weil LOL ist für mich kein Lachen irgendwie. Ich weiß ja nicht, wie es für euch ist. Aber mir kommt in letzter Zeit sowieso vor, seit sich das auf YouTube ein bisschen eingebürgert hat, auch durch Max FPS, das mit What the fuck und so, benutzen eigentlich in letzter Zeit immer mehr Leute Kürzel. Auch im echten Leben. Ich sag zum Beispiel jetzt auch im echten Leben manchmal What the fuck, wenn irgendwas wirklich Stranges passiert. So wie jetzt zum Beispiel, wenn ich im Freibad bin und Uri Geller auf einmal neben mir steht, wenn ich gerade was zu trinken bestelle und einen Löffel verbiegt, dann sage ich auch nicht, ey Uri, bist du's, sondern dann sage ich auch What the fuck. Und ja, ist eigentlich ein dummes Beispiel, aber Leute, ihr merkt schon, bei mir ist es immer nicht so ganz so ernst zu nehmen, weil ich eigentlich meine auf YouTube auch unterhalten will und nicht immer so ernst rüberkommen will, so ja, ich mache jetzt das und das und mit euch rede ich heute über das und das. Aber das gibt es bei mir dann natürlich auch, also Themen-Kommentare und so. Und jetzt erstmal sorry für den scheiß Cut, der ist, ja, danke MW3 für eine Host-Migration. Ja, tut mir echt sorry, ich kann nichts dafür. Und ja, also, ich bin immer so ein lockerer Typ auf YouTube, beantworte eigentlich alle Kommentare und Nachrichten, zocke auch gern mit Abonnenten, habe auch einen gern Kontakt zu Abonnenten. Ich habe schon viele geile Leute kennengelernt über YouTube, so wie den Bapiti, aber auch echt ein paar echt geile Kollegen, die also mal Abonnenten oder noch immer Abonnenten sind, aber halt jetzt Kollegen von mir sind. Und ja, jetzt kommen wir aber wieder auf das ursprüngliche Thema zurück mit den Kürzeln. Da wollte ich dann euch fragen, also Abonnenten von YouTube, von Bapiti natürlich, wie empfindet ihr das mit den ganzen Kürzeln? Ist es bei euch auch so wie bei mir, dass ihr jetzt auch schon im Real Life die Kürzel verwendet? Nervt es euch, dass auch andere Leute Kürzel verwenden? Weil wenn ich irgendwas Witziges sage oder einen Witz erzähle, dann bin ich auch nicht drauf heiß, dass dann einer sagt, lol, sondern bin ich drauf heiß, dass einer so lacht, so so richtig verschmitzt halt. Aber naja, das wollte ich eigentlich mal von euch wissen, Abonnenten von Bapiti, wie, ob ihr es selber benutzt, also ob ihr das nur online benutzt oder auch im Real Life, und wie ihr es findet, wenn andere Leute, mit denen ihr zockt oder mit denen ihr so abhängt, wenn die so Abkürzungen benutzen. Denn gegen Kürzel wie What the fuck oder FTW und so Sachen habe ich eigentlich nichts. Aber lol, Alter, da steigt mir echt die Galle hoch. Das kann ich gar nicht haben. Und ja, das war es jetzt eigentlich schon wieder von mir. Ich lebe von eurer Kritik, also kritisiert mich. Im guten Sinne, wie im schlechten Sinne, wenn ich euch nicht gefallen habe, dann sagt mir, warum ich euch nicht gefallen habe. Aber verzichtet bitte auf so Kommentare wie, du bist voller Kackspaß. Und ja, ich danke nochmal Finchen, dass ich das hier hochladen darf. Ja, ich wünsche euch noch schöne Ferien, denn das wird ja eine Woche vor den Ferien, also am 1. Juli hochladen. Wünsche ich euch schöne Ferien aus Österreich. Haut rein, schaut bei mir vorbei. Peaches! Ciao, Zen!